Das könnte ganz lustig sein, weil ich wollte mal über Tee reden. Doch plötzlich ist mir aufgefallen, dass ich ja sehr oft so tue, als ob das so wäre. Das Leben sei so und so, als ob ich Bescheid wüsste. Ja, wenn ich das und das mache und dann kommt noch was dazu. Also vieles weiß ich. Wahrscheinlich mechanisch betrachtet, Schraubenzieher drehen, Auto fahren und so Dinge. Doch was ich nicht weiß. Was ich nicht weiß. Ich weiß nicht, ob im nächsten Moment noch eine Freude da ist. Ob nicht im nächsten Moment. Was sollte das sein? Hier glänzende, schweißige Stirn. Ob nicht im nächsten Moment kein Moment mehr ist und es mich gar nicht mehr gibt als einen, der sich durch eine Geschichte definieren kann. Durch eine gedankliche Interpretation. Aber ich würde eher sagen, es rollt einfach so dahin. Diese ganze Vorstellung von mir selbst ist so eine Energie, die wabert so. Ich bin's. Waber, waber. Ich bin kompakt. Ich bin. Oh, ich brauche. Ja. So könnte es wohl lustig sein, mir selbst einzugestehen, dass ich jetzt was weiß oder nicht. Wer hört zu? Es gibt ja gar keinen anderen außer dir selbst. Alle anderen sind doch nur kurz mal da und dann wieder weg. Vielleicht außer den geliebten Liebespartnern, mit denen man sich in der menschlichen Rasse näher zusammentut, um intensive Erlebnisse zu haben, sind vielleicht ein paar Momente intensiver da. Doch schwuppdiwupp könnte schon wieder die Möglichkeit auftauchen, dass du völlig allein hockst und du um deine Geschichte und um dein Ich, um dein Überleben ringst oder du dich vielleicht absinkst oder ablenkst mit Drogen, Fernsehen, Lesen, was auch immer. Oder auch nicht. Einfach nur Genuss vom blöd rumsitzen, nichts zu definieren, alles zu definieren, zu kritisieren, kritisiert zu werden, sich anzulachen, spazieren zu gehen, Wasser zu trinken, zu hören und einfach arm im Geiste zu sein. Den Geist nicht so vollgeschissen mit den ganzen Ideen von Welt, Mensch, ich, was auch immer. Oder? Möglicherweise total vollgeschissen, auf Lösungen wartend, hoffend, sich engagierend. Alles gut. Keiner kann es verhindern, dass wieder das Wabern beginnt und die Marabaratski-Matrix oder wie auch immer, Maharabharata oder wie sagt man es, die vedischen Schriften, die bibliothekarischen Bibeln und die islamistischen Modern. Alles stürmt und wabert. Es gibt nur einen Quantenstrom, eine Energie, die nicht aufzuhalten ist, die in sich selbst tanzt und expandiert in den Raum hinein und sich wieder zusammenzieht in die enge Zusammenballung einer kleinen Ich-Station, ein Konzentrationslager-Ich und wieder geht's los. Der Überlebenswettlauf und Wettkampf und durchgeschleudert, durchgeben und rumselt und und dann wieder kommt auf einmal ein und jegliche Ratzka, 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 Ratzka.